zu, ich sag's jetzt mal so, hirnlose WhatsApp-Nachrichten. Meine Kinder haben manchmal schon, bevor die Schule beginnt, 150 sinnlose WhatsApp-Nachrichten, wo einfach Informationsmüll generiert wird, der die zum Teil in dem Fall die Kids schon unter Druck setzt, der sie ablenkt, der sicher weder bei Erwachsenen noch bei Kindern eine sinngewinnende oder auch sonst wie nützliche Tätigkeit ist. Was man tun kann, um sein Gehirn möglichst lange fit zu halten. Man tun kann, um sein Gehirn möglichst lange fit zu halten. Also im Grunde ist so, dass wenn wir uns zumuten, etwas zu lernen, auch ein Leben lang, das Gehirn langsamer altert, weil eben beim Lernprozess selber neuronale Verbindungen wachsen, sich verstärken und die wirken dem Abbau entgegen. Den gleichen Effekt hat übrigens auch Laufen, das zweite L, das ist eben Bewegung. Das heißt, wer sich bewegt, hat ein besser durchblutetes Gehirn. Das führt auch tatsächlich dazu, dass in einem Gehirngebiet, was fürs Lernen wichtig ist, im Hippocampus noch neue Nervenzellen gebildet werden, ist die Liebe. Das heißt, soziale Interaktionen können eben auch wichtig sein. Dann ist da eben noch der Lachs zu essen, daran zu erinnern, dass eine mediterrane Ernährung von extremer Wichtigkeit ist. Auch das ist eben wichtig, genauso wie die eben genannte Liebe, wo es eben vor allen Dingen darum geht, soziale Interaktionen zu fördern. Das ist das Lachen. Warum das Lachen? Lachen wird Lachen nur in einer Situation, wenn wir fokussiert und aufmerksam waren. Und das Lachen steht auch dafür, auch immer Situationen zu suchen, die uns entstressen. Denn Lachen entstresst tatsächlich und steht eben als Stichwort eben dafür, immer zu schauen, dass wir nicht unter Dauerstrom, unter Dauerstress stehen. Und all diese Faktoren stärken unsere Gehirne, vor allen Dingen aber dahingehend, dass sie sie langsamer altern lassen, und damit eben auch länger leistungsfähig bleiben. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute landen wir tatsächlich wieder beim Kern dessen, wo wir mit Lernen der Zukunft ursprünglich begonnen haben, nämlich mit und bei der Hirnforschung und bei einem großartigen Wissenschaftskommunikator, den Sie zu Hause vielleicht sogar kennen von RTL. Der hat tatsächlich damals mit Günther Jauch und anderen Promis eine Fernsehshow gehabt, wo es darum gegangen ist, irgendwo sind Sie so klug wie, ja? Oder sind Sie schlauer als? So, wie war der Titel genau? So Bin ich schlauer als Günther Jauch oder andere? sowas, sowas. Also ich habe Sie zwar schon irgendwie 10 Jahre vorher gekannt, aber da hat sich spätestens dann der Letzte, glaube ich, der sich da draußen irgendwie für Intelligenzforschung interessiert, dann auch noch von Ihnen gehört. Heute wollen wir darauf eingehen, vor allen Dingen soll es ums Thema Lernen im Großen gehen. Also Lernen im Großen und was können wir überhaupt dazu beitragen, dass wir uns die Situationen so kreieren, dass Lernen stattfinden kann. Dann, was können wir dazu beitragen? Was tut dem Gehirn gut? Ja, so nach dem Motto, ist es besser, Pommes zu essen oder zu tanzen? So, ja. Und das Dritte, was dann sozusagen in medias res, was können wir dann beim eigentlichen Lernen tun, damit es auch funkt, damit wir auch die Dinge behalten, die wir behalten wollen? Ja, wir schaffen uns häufig eine Lernumgebung, in der lauter Dinge in unser Blickfeld geraten, die mit dem Lernen selber oder dem Arbeiten selber, der Fortbildung selber gar nichts zu tun haben. Das fängt bei den digitalen Endgeräten, vor allen Dingen dem Smartphone an. Und da gibt es eben Studien, die zeigen, dass allein der Anblick eines selbst ausgeschalteten Smartphones schon eine ablenkende Wirkung hat und damit eben unsere Aufmerksamkeit senkt, das Konzentrationsvermögen verkürzt. Und da das ganz entscheidende Elemente des Lernens sind, wie aufmerksam und fokussiert wir den Lernstoff verarbeiten können, trägt hier auch tatsächlich die selbst physische Gestaltung unserer Arbeitsumgebung dazu bei, wie gut wir uns auf den Lernstoff konzentrieren können, beziehungsweise auch, wie leicht wir ablenkbar sind. Es sind auch manchmal natürlich Klingeln- und Piepgeräusche oder wenn wir am Arbeitsplatz etwas lernen, ist immer wieder bedenklich, dass es Statistiken gibt, die zeigen, dass ein Großteil der deutschen Mitarbeiter innerhalb von 40 Sekunden auf eine E-Mail antwortet. Das heißt, die haben nicht mal 4 Sekunden zwischen Eintreffen der E-Mail und wo sie dann auf die E-Mail-Button draufklicken, um zu gucken, was denn da kam und sich dadurch natürlich aus ihrem nicht nur Arbeitsrhythmus, sondern wenn das halt ist, wo sie was lernen wollen oder lernen müssen, dann eben rausreißen. Bei Schüler und Schülerinnen sind das eben die sozialen Medien, die ständig aus ihrer Welt reißen. Insofern ist tatsächlich auch die Gestaltung der Arbeitsumgebung wichtig für den Lernprozess selber. Was kann man dazu beitragen, damit die gut ist? Zum einen ist das eben, dass wenn wir etwas Lernförderlich, konzentriert ja. lernförderlich ist, dass wir gucken, dass wir in
unserem Blickfeld und in dem, was wir fürs Lernen brauchen, eben auch nur das ist, was wir fürs Lernen brauchen. Entweder ein Buch, wenn es ein Bildschirm ist, ein Bildschirm, keine anderen Programme, nichts anderes, was dort rumliegt. Das hat so ein bisschen auch dem Umstand geschuldet, wie wir als Erwachsene lernen, wo ja viele Erwachsene sagen, oh, früher konnte ich so gut lernen und jetzt mit fortgeschrittenem Alter wird das so schwierig, es klappt gar nicht mehr richtig, Vokabeln, Sprachen, neue Zusammenhänge, Software, neue Techniken, neue Hardware. Und dann frage ich immer zurück, ob die Leute eigentlich in dem Moment, wo sie versucht haben, das zu lernen, sich ganz aufs Lernen konzentriert haben. Und dann hört man, dass die Leute die Fremdsprache des nächsten Urlaubs sich angehört haben, als sie die Spülmaschine ein- oder ausgeräumt haben. Oder als sie in ihrem Alltag mit 1000 Alltagsfragen in ihrem Kopf beschäftigt waren. Aber ich sag mal, im Kopf selber und auch im Blickfeld dessen, was sie sehen konnten, als sie gelernt hatten, 1000 ablenkende Signale haben, die aber alle unsere Gedanken dann auch beschäftigen. Und was bedeutet das, wenn wir sagen, Gedanken beschäftigen sich mit etwas? Das bedeutet, dass uns Rechenkapazität im Arbeitsgedächtnis des Gehirns verloren geht. Das ist so unser Kurzzeitspeicher im Stirnlappen, der mitentscheidet, welche Informationen quasi verarbeitet werden, worauf wir die Aufmerksamkeit richten, wie gut und wie detailreich wir das wahrnehmen und auch erinnern können, was wir erleben. Und wenn sich dieser Lernraum im Kopf noch mit 50 anderen Gedanken den Platz teilen müssen, dann bleibt für den Lernstoff nicht mehr viel über. Und ich glaube, die meisten Erwachsenen, die von sich sagen, sie können nicht mehr gut lernen, die haben sich auch gar nicht zu 100% auf den Lernstoff eingelassen und darauf eben voll konzentriert. Und das ist eben so einer der Randaspekte, die man mitgestalten kann, dass man halt sich zeitlich und räumlich Platz für das Lernen schafft. Am besten sogar an einer Stelle, die nicht assoziativ mit Essen oder mit etwas anderem assoziiert ist, sodass das Gehirn in einer bestimmten Lernsituation alle Randaspekte dieser Lernsituation mit Lernen assoziiert, weil das eben es dem Gehirn leichter macht, sich in einen Lernmodus quasi einzupendeln und dann eben die Aufgaben schneller und leichter zu gewährleisten. Ein anderer Aspekt, wenn ich das noch ausführen darf, ist, dass man sich auch überlegt, zu welcher Tageszeit, wenn man das mitgestalten kann, das ist für Erwachsene manchmal schwierig, aber am Wochenende geht es in jedem Fall, wo bin ich am leistungsfähigsten, morgens, mittags, abends, dass man danach schaut, dass man schaut, dass man nicht dehydriert, also ohne, dass man genügend viel getrunken hat, in eine Lernsituation geht. Das würde jemand, der für Olympia trainiert, auch nicht tun. Und da das Gehirn quasi eins der Organe ist, die am meisten Energie in unserem Körper benötigen, muss man auch das berücksichtigen, dass man da eben aufpasst, dass man zur richtigen Zeit mit der richtigen Energie, mit dem richtigen Flüssigkeitsspiegel mit in eine solche Lernsituation geht. Das klingt alles sehr abwegig, hat aber einen großen Einfluss darauf, wie effektiv wir am Ende beim Lernen dann einfach sein können. Und wenn wir von Umständen sprechen, da gibt es ja verschiedenste, die dann kommen mit entweder, ich weiß mittlerweile als Mythos enttarnt, glaube ich, ist Kaugummi zu kauen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch diese Binaural Beats, die dann behaupten, irgendwelche Hirnfrequenzen anzuregen, besser lernen, Focusing. Da gibt es ganz tolle YouTube-Videos und CDs zu kaufen. Ist da irgendwas dran oder ist das einfach nur gutes Marketing? Es ist gutes Marketing, das muss man beim Kaugummi-Kauen sagen, dass wenn man allein für sich lernt und nicht mit anderen, tatsächlich dadurch, dass man die Kaumuskeln bewegt, man eben auch die Durchblutung im Kopfbereich ein bisschen verbessert. Also da könnte tatsächlich in gewisser Hinsicht was dran sein, weil man indirekt die Durchblutung des Gehirns verbessert. Man kann aber genauso gut sich auch ab und zu zwischendurch bewegen. Auch wenn man sich für den Lernstoff begeistert, steigert sich die Durchblutung des Gehirns. Also da gibt es verschiedene andere Mechanismen. Mit seinen Hirnwellen kann man relativ wenig erreichen. Es gibt Kinder, manche Erwachsene, die eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben, das ADS, ADHS. Da gibt es so ein paar Übungen, die mithilfe von einem EEG machen können, wo man versucht, so bestimmte Wellen, so Alpha-Wellen, Entspannungswellen im Gehirn, also im EEG zu generieren, die dann dazu führen, dass man so spielerisch auf einem Bildschirm einen Ball in ein Tor schießen kann. Das ist aber mehr eine Gamification einer Konzentrationsübung. Das ist jetzt nicht so, dass diese Gehirnwellen selber sich jetzt positiv aus Lernen direkt auswirken, sondern man lernt so ein bisschen besser, sich zu konzentrieren. Also auch das ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal, völliger Quatsch, sondern da gibt es in dem Bereich ganz gute Evidenz. Aber ich sage, wenn ein Normallerner, der innerhalb seiner Gehirnfunktion in einem normalen Spektrum liegt, dann hilft es nichts, als sich hinzusetzen und sich
die Gründe klar zu machen, warum man etwas lernt, sich über die Methoden Rechenschaft abzulegen, mit denen man lernen möchte und was auch wichtig ist, immer wieder zu kontrollieren zwischendurch, ob man noch Lernfortschritte macht. Das ist auch das, was, wenn man mal aus dem Sportbereich argumentiert, was viele in einem Fitnessstudio falsch machen, die lassen sich einmal die Übungen zeigen, machen am Anfang riesige Fortschritte, wenn sie die denn technisch richtig ausführen und dann nach 3 Monaten stagnieren sie und man kommt nicht weiter. Und dann nach einem Jahr sind sie frustriert und lassen es spätestens, weil irgendwann man nicht mehr Gewichte schafft und dies und jenes. Was da schief geht, ist, dass man sich nicht zwischendurch wieder neuen Input holt, sich nicht wieder neu testet und damit das Lernen an Geräten neu justiert. Genauso ist es beim Lernen mit Fremdsprachen oder bei anderen Zusammenhängen, die man lernen möchte oder vielleicht ja auch betrieblich lernen muss, dass man immer auch wieder Ebenen einbaut, die so einer Prüfungssituation ähnlich kommen, weil die dem Gehirn immer wieder neu helfen, sich neu zu justieren, neue Anregungen zu bekommen, neue Ziele zu setzen. Und das ist etwas anderes, was vielleicht für eine Vorbereitung beim Lernen erstmal noch weit weg liegt, aber ganz wichtig fürs Gehirn ist zu wissen, wo man eigentlich hin will. Was will ich? Was ist so das Ziel dessen, was ich machen will? Weil danach das Gehirn eben auch, ich sag mal, den Level setzt, den wir dann auch am Ende bereit sind, mit zu investieren. Ein anderer Aspekt, den man noch nennen sollte, ist eine gewisse Frustrationstoleranz. Wer etwas Neues lernt, macht auch Fehler. Der braucht Zeit reinzukommen, der erlebt Rückschläge. Man hat mal keine Lust, man hat Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und es ist schon besser, sich das vorher klarzumachen und auszumalen und sich im Grunde auch zu überlegen, was mache ich denn in solchen Situationen? Ist es mir das wirklich wert, dass ich dann weitermache? Und dass man sich daneben überlegt, okay, wie kriege ich das dann hin, dass man sich eigene kleine Bonuszahlungen überlegt, die dann eben das Lernen dann auch wieder mit Spaß erfüllen, wenn es mal frustig ist, dass man zwischendurch die Latte hochlegt und dann, wenn man aber merkt, dass es schwerer geht, dann auch wieder bereit ist zu sagen, okay, jetzt brauche ich ein bisschen länger, jetzt wenn wir bei Vokabeln gehen, bin ich auch mal mit 3 neuen Vokabeln am Tag zufrieden oder mit 3 Gesprächssituationen. Und das ist eben, glaube ich, das, was auch als Vorbereitung beim Lernen alles wichtig ist, mit zu berücksichtigen. Da muss ich jetzt 2 Fäden schnell aufgreifen. Einmal Aufmerksamkeit trainieren. Sie sagen ja in Ihrem Buch auch, Konzentrationstraining ist am besten dadurch, wenn man im Prinzip Achtsamkeitstraining macht und nicht irgendwelche Apps, die es so also toll gibt, sondern tatsächlich Achtsamkeitstraining. Was haben Sie da spezifische Übungen für uns? Es gibt auch tatsächlich mehrere dieser Achtsamkeits-App angeguckt, die im Grunde Meditations-App sind, außer dass es eben kein buddhistischer Mönch, der das mit einem macht, sondern das sind eben diese Apps. Da sind ein paar dabei, die ich gar nicht schlecht finde. Nein, bei den Apps habe ich jetzt eher gemeint, diese Gehirntrainings-Apps, die es da ja, drauf gibt, Dr. Kawashima und ja, wie sie alle genau heißen. Ja. Da sparen sie sich das Geld, da trainieren sie nur, wie man diese Spiele macht. Was tatsächlich hilft, sind Meditationen. Manchmal 10 Minuten am Tag schon, wo man die Mittagszeit eben verbringt, zum Beispiel 5 Minuten nur in sich hineinzuhören und versuchen, mit Augen zu alles andere auszuklammern. Dann mit einem kurzen Weck- oder Gongton man dann eben 5 Minuten einfach mal auf das achtet, was um einen rum ist und versucht aber alle Gedanken, die sich quasi zwischen der Innen- und der Außenwelt schieben wollen, versucht zu verdrängen. Das ist eine enorme Konzentrationsübung und die stärkt eben den Stirnlappen und hier insbesondere das Arbeitsgedächtnis, das Konzentrationsvermögen. Wir können die Rechenkapazität dort erhöhen. Andere Tätigkeiten, die das machen, sind tatsächlich Sport. Auch Sport führt, wenn wir dabei etwas Neues lernen, dazu, dass der Stirnlappen trainiert wird. Zum einen, weil die ganzen motorischen Areale dort liegen, die Durchblutung des Stirnlappens verbessert sich, der wird besser mit Energie versorgt und davon profitiert auch unser Konzentrationsvermögen. Das andere ist, wenn wir durch die Gegend laufen, durch die Gegend fahren oder komplexe Übungen beim Tanzen machen, dann eben auch, das nur funktioniert, wenn wir die ganze Zeit das Konzentrationsniveau hochhalten, weil man sonst einfach gegen Straßenschilder läuft, fährt, beim Tanzen den Partner oder die Nachbarpaargruppe umrennt, die Musik nicht in Rhythmen umsetzt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit so eine natürliche Anregung, das Konzentrationsniveau hochzuhalten. Genauso im Übrigen auch beim Lesen. Wer ein ganz normales Buch liest, da wechselt sich sozusagen der Fokus eigentlich nur alle drei Minuten, weil man etwa so lange braucht, eine Seite zu lesen. Auch das ist ein wunderbares Konzentrationstraining. 3 Minuten für eine Seite? Dauert es etwa, um eine Buchseite zu lesen, genau. Und statistisch
variiert. Ich meine, ob es kleingedruckt ist, großgedruckt, ob sie Thomas Mann lesen oder ob sie ein Kinderbuch lesen, all das wechselt natürlich, aber das ist so der Wert. Und dann wechselt man natürlich von unten der Seite dann einmal wieder auf oben, da hat man einen kurzen Fokuswechsel und das ist ein sehr, sehr gutes Training für das Konzentrationsvermögen, für die Aufmerksamkeit, neurobiologisch würde man eben sagen, für das Arbeitsgedächtnis, was hinter all dem mechanistisch liegt. Und das sind gute Konzentrationsübungen dann eben auch, um gut lernen zu können. Das andere, was keine gute Konzentrationsübung ist, ist das, was wir als Multitasking bezeichnen, wo wir versuchen, schnell zwischen Tätigkeiten hin und her zu wechseln. Und in dem Fall ganz unterschiedlich, ganz im Unterschied zu sportlichen Tätigkeiten ist es so, dass je mehr wir das machen, umso schlechter wird unser Konzentrationsvermögen, um wirklich eine Aufgabe bearbeiten zu können. Das heißt, je mehr wir uns auch versuchen, auf mehrere Dinge zu konzentrieren, umso leichter sind wir ablenkbar und umso schlechter können wir das am Ende. Das heißt, wer wirklich mal beruflich oder auch privat in Situationen ist, wo er schnell zwischen Tätigkeiten wechseln muss, der braucht ein überragend gutes Arbeitsgedächtnis. Und das kriegt man nur, indem man viele Stunden einer Tätigkeit nachgeht, was dann im Hinblick auf digitale Medien auch wieder bedeutet, wir müssen viel stärker lernen, zwischen On- und Offline-Zeiten zu unterscheiden. Das heißt, Zeiten, wo wir erreichen, sind, wo wir kommunizieren, wo wir einfach Spaß haben, uns entspannen mit diesen Geräten und dann eben auch Zeiten, wo wir die aus dem Blickfeld entfernen, wo wir sie ausstellen, wo wir Zeiten der Unverfügbarkeit haben. Ich habe tatsächlich neulich mal in mein E-Mail-Programm, so kann man ja so Auto-Replies reinmachen, wenn einer eine schickt, dann kriegen die automatisch zurück. Da habe ich dann geschrieben, ich muss gerade konzentriert arbeiten, bin jetzt in der und der Zeit nicht erreichbar. Wer jetzt in der Zeit was Wichtiges hat, soll mich kurz anrufen, aber E-Mails würde ich in der Zeit nicht lesen und nicht beantworten. Und das habe ich so ein paar Tage probiert und ich glaube, ich habe jetzt das nur 5 Tage getestet und ich glaube, ich habe tatsächlich nur 2 Anrufe bekommen, aber in der Zeit 150 E-Mails. Da sieht man also, dass man sich hier auch einfach mal ab und zu zeitlich schützen muss, ohne dass die Welt zusammenbricht und ohne dass die Leute das jetzt fürchterlich unhöflich fanden, weil ich war ja im Prinzip dann über Telefon erreichbar. Und so kann jeder mal für sich rumspielen, wie er die Zeiten zwischen digitaler Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit auch für sich eintrainiert. Und das ist einfach für uns wichtig, um auch mal wieder konzentriert einer Tätigkeit nachgehen zu können. Denn es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir unser Smartphone etwa 88 Mal am Tag benutzen und davon etwa 35 Mal kurze Unterbrechung, aber 53 Mal sind das längere Unterbrechungen. Und das bedeutet, alle 18 Minuten unterbrechen wir uns in unseren Tätigkeiten allein durch Smartphone, alle anderen digitalen und auch nicht digitalen Geräte noch gar nicht eingerechnet. Und das ist einfach zu viel, um weiterhin auch konzentriert lernen zu können. Ja, man könnte auch seine narzisstischen Persönlichkeitstendenzen einmal hinterfragen, wenn man meint, die Welt bricht zusammen, wenn ihr mal 20 Minuten das Handy ausschaltet. Also, so das System an sich, ja. Wobei generell Mobiltelefone oder elektronische Gerätschaften, ich habe ja den Professor Spitzer auch schon interviewen dürfen und der ist ja da kein wirklicher Freund davon. Er sagt, es ist ein Arbeitsgerät, das kann man nutzen, aber wenn dann so erst ab 30, so, also gefühlt, er sagt natürlich als Erwachsene, sind Sie da auch so, sehen Sie die Daten auch so wie er oder interpretiert sie er völlig anders? Bei mir scheint es ja in der Hirnforscher-Community, die einen sagen, digitales Lernen ist essentiell, die anderen sagen, es ist totaler Müll oder in Anführungszeichen, also es schadet dem Gehirn, sogar tatsächlich in der Entwicklung. Ja. Ich weiß nicht, was so. Kommt drauf an, in welch, also tatsächlich ist die Alterskomponente sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man kann ja eine nicht vorhandene Datenlage in verschiedene Richtungen interpretieren. Ich bin da etwas vorsichtiger. Erstmal habe ich, als ich Jugendlicher war, für mich beansprucht, so zu kommunizieren, wie ich kommunizieren möchte und nicht, wie meine Eltern und Großeltern das möchten. Und erst recht nicht irgend so einer, der da Bücher schreibt. Ja. Das beanspruchen die Jugendlichen auch heute für sich und ich glaube auch zu Recht. So. Das also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Geräte selber haben eigentlich überwiegend keine schädliche Wirkung. Es kann mal sein, dass wenn man eine falsche Körperhaltung einnimmt, das sieht man, dass Spannungskopfschmerzen zunehmen. Man merkt auf der physischen Ebene, dass wenn vor allen Dingen Jugendliche, aber mittlerweile auch immer mehr Erwachsene vorm Schlafen gehen, nochmal ihre Mails und Nachrichten am Tablet oder am Smartphone checken, dass der Blauanteil des Bildschirmes zu hoch ist und der hat eine wachmachende Wirkung. Das kann man auch nachweisen, dass die Jugendlichen heute über eine halbe Stunde weniger schlafen als noch vor 10 Jahren. Was aber dann also, schon eine schlimme Folgen hat, weil gerade das ist sozusagen ein echtes Problem. Konsolidiert wird genau. Im Gehirn, ja?
Genau, das ist ein Problem, weil eben das Blaulicht über die Retina ein Wachmachsignal ist. Das ist aber auch nur ein Problem unserer Nutzung. Das ist nicht so, dass die Bildschirme per se eine schlechte Wirkung haben. Plus, die haben eigentlich alle einen Nachtmodus, wo sie das Blaulicht rausfiltern. Das benutzen nur die wenigsten. Also da, also worauf ich hinaus möchte, ist, es sind nicht Medien, die gut und die schlecht sind. Ich halte das auch für eine verfehlte Diskussion. Medien sind immer so gut, wie wir sie einsetzen und so gut wie das, was sie unterstützen. Auch Online-Zeiten, digital, kann man so undifferenziert nicht betrachten. Lernt da jemand was? Lernt jemand was für die Schule? Führt man eine ernsthafte Diskussion in einem Blog? All das sind ja auch digitale Tätigkeiten, die man nicht über einen Kamm scheren kann im Vergleich zu, ich sage es jetzt mal so, hirnlose WhatsApp-Nachrichten. Meine Kinder haben manchmal schon, bevor die Schule beginnt, 150 sinnlose WhatsApp-Nachrichten, wo einfach Informationsmüll generiert wird, der die zum Teil in dem Fall die Kids schon unter Druck setzt, der sie ablenkt, der sicher weder bei Erwachsenen noch bei Kindern eine sinngewinnende oder auch sonst wie nützliche Tätigkeit ist. Der andere Aspekt ist, und da kommt das Alter ins Spiel, dass wenn Kinder gerade im Grundschulalter schon viel mit dem Smartphone, Tablet und so weiter machen, dann sieht man tatsächlich auch Sprachdefizite bis hin zu messbaren Defiziten in der Organisation der Sprachareale untereinander. Wir haben so zwei große automatisierte Sprachareale mit den Namen Wernicke-Areal und Broca-Areal. Eins ist so für die Grammatik, für die Motorik der Sprache, das andere für Wortbedeutungen. Und dazwischen gibt es riesige Datenautobahnen in Form von Axonen, von axonalen Bündeln, die die Regionen miteinander verbinden. Und wenn Kinder nachweislich schon viele Stunden am Tag, schon im Grundschulalter oder möglicherweise noch früher mit digitalen Endgeräten verbringen, lernen sie Sprache nicht in gleicher Art und Weise, wie wenn man mehr seiner Zeit direkt mit Kindern und Erwachsenen sprachlich kommuniziert. Und zwar hier auch nicht, weil diese Geräte irgendwelche schlechten Strahlungen ausschütten, sondern es ist etwas anderes, ob ich mir nur Videos anschaue oder ob ich direkt mit jemandem rede. Das heißt, wir verarbeiten Sprache anders, wir merken uns Worte anders, wir speichern sie anders ein, wenn sie direkt von Menschen gesprochen werden, die vor uns stehen mit all ihrer Gestik, sodass eben auch das von extremer Wichtigkeit ist, dass man hier tatsächlich zeitlich reglementiert und dann eben erst eigentlich ab der weiterführenden Schulen mit jedem Lebensalter mehr Zeit einräumt, mit denen diese Endgeräte genutzt werden können. Im schulischen Kontext zum Beispiel plädiere ich immer dafür, dass man digitale Endgeräte am besten so ab der 7. Klasse einsetzen kann. Da haben die Kinder dann verstanden, was ein Algorithmus ist, haben Grundsätze der Mathematik und der Wirkmechanismen unserer Welt verstanden. Und dann kann man ähnlich, wie man das im Übrigen ja auch beim Taschenrechner macht, dann eben so ab der 7. Klasse dann eben die Chancen der digitalen Medien nutzen, die ja auch Stärken haben. Zum Beispiel hinsichtlich des individuellen Lernens, wo ich eben ein Lernprogramm mit der eigenen Geschwindigkeit auf dem eigenen Niveau durchlaufen kann. Stichwort auch, ja. Mhm. Ganz genau, wo ich Filme abspielen kann im Fremdsprachenbereich. Also es ist einfach ein digitales, oder nicht ein digitales, es ist ein Lernwerkzeug, was unseren Werkzeugkasten um ein Element erhöht. Das ist erstmal gut. Ich wehre mich nur dagegen, dass man jetzt meint, dass diese digitalen Medien besser sind, darin Wissen zu vermitteln, Wissen zu erwerben, zu lernen. Das sind sie nachweislich nicht. Es ist sogar so, dass sie eine ganze Reihe von Gefahren in sich bergen, die das Lernen eben auch behindern können, eben zum Beispiel dadurch, dass ich immer mehrere Programme aufhabe oder wenn Kinder mit ihrem Smartphone etwas machen, die dort vielleicht auch ein Lernvideo sehen, aber natürlich während der ganzen Zeit ihre sozialen Chatnachrichten mit reinkommen, die immer wieder eine hoch ablenkende Wirkung haben. Also es gibt noch ganz viele Probleme, die wir da lösen müssen, aber im Prinzip glaube ich, dass diese digitalen Welten das Lernen bereichern können, wenn wir sie didaktisch geschickt einsetzen. Nicht statt eines Buches, sondern immer dann, wenn wir glauben, das kann man mit einem Buch besonders gut lernen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, komplexe Zusammenhänge zu lernen, sind wir in Form eines Buches immer noch besser wie mit digitalen Medien. Und mit digitalen Medien kann man eben zum Beispiel im Fremdsprachenbereich tolle Videosequenzen einer gefilmten Sprachsituation abspielen und dadurch eben Wissen nochmal ganz anders vermitteln. Genauso wie man bei Übungsaufgaben, die man digital stellt, eben sehr genau gucken kann, dass man auf das Niveau desjenigen, der die Aufgaben bearbeitet, man dann eben sich darauf einstellen kann. Ja, es kommt ja noch dazu, dass angeblich auch koordinative Geschichten dadurch eingeschränkt werden, weil die Kinder ja dann in der Zeit sich nicht bewegen, beziehungsweise dann, er sagt ja dann auch verfetten, also er nennt es also potenziell mehr an Übergewicht zulegen.
und natürlich keine soziale Interaktion stattdessen stattfindet, sondern halt Interaktion mit einer 2D-Welt und dadurch auch im Gehirn manche Bereiche, die vielleicht wie Koordinatives für 3D-Geschichten zuständig wären, gar nicht so stattfinden können. Wir sprechen über Kleinkinder. Genau, die Gefahren gibt es bei Kleinkindern, aber auch bei Teenagern, bei jungen Menschen, wir sehen insgesamt. Also die können kaputt sogar mehr, so auf die. Ja. Genau, das können sie aber nicht nur wegen der digitalen Medien nicht, sondern weil sie eben eine Monokultur betreiben. Also auch jemand, der 10 Stunden am Tag liest, würde all das nicht können. Dabei ist Lesen im Bildungsbereich eigentlich positiv besetzt. Das heißt, ich glaube, worauf Eltern vor allen Dingen achten müssen, ist nicht auf die Frage digitale Medien ja oder nein, sondern sie müssen darauf achten, dass nichts, was die Kinder machen, eine reine Monokultur wird. Denn ich finde, für uns als Erwachsene, sowohl als Eltern wie auch als Lehrer, ist es wichtig, dass man den Kindern die Welt öffnet, und das tut man eben nur, wenn sie verschiedene Dinge machen. Dazu, finde ich, gehören auch digitale Medien. Auch das müssen die lernen, damit umzugehen, damit zu kommunizieren, sich mit anderen abzusprechen, von anderen abzugrenzen. Das ist wunderbar, aber die Gefahr, die eben besteht, und da gibt es tatsächlich auch ein ganz ordentliches Suchtpotenzial, ist, dass quasi diese digitalen Medien sich so in das Alltagsleben der Kinder hineinfressen, dass sie kaum noch etwas anderes machen möchten. Und da ist eben unsere Aufgabe, darauf einzuwirken, dass das dann zeitlich zu reglementieren, sodass eben die Welt eben auch noch für Sport, für andere Menschen, für Brettspiele am Tisch offen ist. Ja, und die Sache ist natürlich die, dass wir da schon Weltunternehmen dahinter haben, deren einzige Absicht darin besteht, dich nicht mehr vom Bildschirm weglassen zu wollen, ja. Weil da sind ja auch es gibt ja schöne Methoden, wie man sowas lernen kann, auch Suchtmechanismen zu aktivieren. Ja, also das geht auch. Da können wir über Gewohnheiten verändern, kommen wir im Finale noch drauf. Und jetzt die letzte Frage zu diesem ganzen Digitalen, nämlich digital lesen versus Buch lesen. Also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt am E-Reader ein Buch lese oder ob ich es am Papier lese? Ich habe ja einige Studien dazu gelesen, die behaupten alle was anderes. Ja, also es kommt darauf an, um welche Informationen ich nachher abfragen möchte. In dem Fall, wo ich ein komplexes Wirkungsgefüge, geschichtliche Abläufe oder nehmen Sie im menschlichen Körper, wie wird der Blutdruck reguliert, wo verschiedenste Faktoren und Organe zusammenspielen müssen, da sieht man, dass tatsächlich das gedruckte dreidimensionale Buch das Bessere ist. Und zwar wahrscheinlich deswegen, weil wir zum Erinnern an einen Zusammenhang auch den Ort benutzen, wo wir das gelesen haben. Und das ist auf einem E-Reader immer gleich. Da gibt es keine Ortsinformationen. Bei einem Buch ist es so, das habe ich am Anfang, in der Mitte, am Ende, oben, unten und so weiter gelesen. Ein Buch riecht sogar auf eine eigene Art und Weise. Und all das hilft beim Assoziieren, wenn wir etwas erinnern. Das mit dem Raum hat auch was damit zu tun, dass die Gehirnareale, mit denen wir Fakten miteinander verbinden, evolutiv aus Gehirnarealen erwachsen sind, die Rauminformationen abspeichern. Und jetzt ist es so, dass berühmte Gedächtnisweltmeister eine sogenannte Loki-Technik anwenden, wo sie eben Fakten, was immer sie sich merken müssen, an bestimmte Orte legen. Und dadurch unglaubliche Leistungen hervorbringen, weil sie etwas benutzen, was wir sowieso immer machen. Und auch wir machen das beim Lesen in einem dreidimensionalen Buch, dass wir die Ortsinformationen meist unbewusst mitbenutzen, um etwas erinnern zu können. Das ist kein 100%-Effekt, das ist so ein Effekt, der das Wiedergeben von Informationen etwa um 10% wahrscheinlicher macht. Aber das ist in dem Fall tatsächlich etwas, was das Buch besser macht als den E-Reader. Was nicht bedeutet, dass man am E-Reader nicht lernen kann. Auch da kann man Zusammenhänge sich merken und abrufen, aber das Buch schneidet eben hier signifikant besser ab. Wo eben diese E-Reader unglaublich gut sind, ist, wenn es um einzelne Fakten geht, wenn es um Einzelelemente geht, die sich schnell nachschlagen lassen, die sich auch über ein Suchsystem schnell nachschlagen lassen. Das finde ich immer ganz toll, dann, so die Stichwortsuche, ja, bei so E-Books. Ganz genau. Und genauso funktioniert so ein bisschen auch, wenn wir so abgefragt werden. Dafür sind dann diese E-Books ganz gut, auch wenn man kürzere Geschichten liest, die de facto nur auf einer Seite die Informationen zusammenfassen. Auch da sind sie ganz gut. Aber was eben viele überrascht hat, weil man irgendwie denkt, am Ende ist doch egal, ob ich ein Buch jetzt drucke, dreidimensional, oder ob ich das Buch in einen E-Reader packe, und es ist eben für unsere Gehirne doch nicht ganz egal. Sehr, sehr gerne. Wie kommt man als etablierter Wissenschaftler dazu, plötzlich mit Barbara Schöneberger, Olli Pocher, Günther Jauch natürlich allen vorne dran, im Fernsehen aufzutreten, im Hauptabend?
Ich habe das schon viele Jahre gemacht. Ich habe auch Deutschlands klügsten Gedächtnistest mit vorbereitet oder wer ist der klügste Deutsche, damals noch mit Eckhard von Hirschhausen. Ich bin als Wissenschaftler gefragt worden, weil ich eben öffentliche Vorträge halte, eben Bücher schreibe und eben auch als Wissenschaftskommunikator aufgetreten bin, sind eben Redaktionen an mich herangetreten, die eben Sendeformate vorbereiten, die eben fürs Fernsehen sind und haben mich um Rat gefragt, ob dies und jenes Konzept Sinn machen würde. Und dann kam ehrlich gesagt eins zum anderen. Dann habe ich die beraten, ob das Konzept Sinn macht. Und dann, wie das ist beim Fernsehen, die saugen einen dann immer mehr in sich hinein. Dann wollten sie wissen, ob verschiedene Aufgaben Sinn machen. Dann wollten sie wissen, wie sie die eigentlich auswerten können. Und bei jedem dieser Schritte habe ich geholfen, bis es dann eigentlich hieß, ja, aber jetzt brauchen wir auch noch einen, der das im Studio erklärt und ob ich bereit wäre, das zu machen. Dazu war ich bereit. Da gab es also jetzt schon drei ganz verschiedene Sendeformate, wo es eben immer darum ging, dass man unser Gehirn anzapft hinsichtlich Lernen, Wissen, Kreativität. Und dadurch kam jetzt eben auch die Zusammenarbeit mit Günther Jauch und anderen zustande und dann eben auch tatsächlich das Auftreten vor der Kamera, was, wie man sich denken kann, eigentlich auch immer ein bisschen der unangenehmste Teil ist, weil man dann eben nur wenige Sekunden hat, komplexe Zusammenhänge mit einfachen Schlagwörtern zu erklären. Aber das Beraten der Sendeformate, zum Teil auch sogar die mitzuentwickeln, das hat ehrlich gesagt viel Spaß gemacht. Und wahrscheinlich auch die Einblicke dann in die verschiedenen Welten wieder, ja, weil da ja doch eine Menge an verschiedenen Weltkonzepten auch aufeinandertreffen. Ja? Genau, ich meine, ich forsche nicht nur an Lernen, ich bin ja auch ein lernender Mensch und da sieht man eben, wie die Fernsehwelt funktioniert, wie Aufnahmestudios organisiert sind, wie Sendungen gemacht werden. Ich muss sagen, habe da viel gelernt, zum einen natürlich auch viele interessante Leute kennengelernt, aber vor allen Dingen eben auch in eine Welt Einblick genommen, die man sonst eben, ich sag mal, hinter der Kamera, hinter der Kulisse so nicht sieht und das war auch für mich sehr lehrreich. Lebe dein Ändern. Das war so einer der Zitate, die ich bei Ihnen auch immer wieder gefunden habe. Ja. Also von wegen, und das ist keine Wortverwechslung in dem Fall, sondern tatsächlich genau. Volle Absicht. Ja. Wie sind Sie zur Neurobiologie überhaupt gekommen? Also ist das Interesse schon aus der Schule erwachsen oder? Was mich im Laufe des Studiums, des Biologiestudiums umgetrieben hat, war eben nicht nur die Biologie selbst, sondern eigentlich muss ich sagen, dass ich ganz viele Fragen an das Leben, an das Denken, an menschliche Gemeinschaften, auch an die Entwicklung von Gedankengut hatte. Und das, was mich an den Neurowissenschaften von Anfang an fasziniert hat, ist, dass sie immer was mit uns als Person zu tun haben. Wie denken wir, wie handeln wir, wie fühlen wir, wie lernen wir, wie planen wir die Zukunft, wie kommt Kreativität zustande? All dies eben Fragen, die mich auch schon als Studierender interessiert haben und dadurch kam dann eben auch das Interesse da eben auch meine Diplomarbeit, später Doktorarbeit und kam eben eins zum anderen und diese Faszination der Neurowissenschaften eben in alle Bereiche des Denkens hinein Aussagen machen zu können, die ich für relevant halte. Das ist halt das, was ich weiter für spannend halte, wobei ich da jetzt auch nicht missverstanden werden möchte. Ich glaube nicht, dass die Neurowissenschaften von der Philosophie bis zur Kunst der Welt die Welt erklären müssen. Aber es ist eben spannend, dass man als Neurowissenschaftler mit all diesen Bereichen auch immer wieder in Beziehung kommt. Und ich muss sagen, das kommt so meinen interdisziplinären Interessen nahe. Ich weiß noch, wie in der Oberstufe mein Lehrer zu mir sagte, ich solle endlich aufhören zu fragen, wie die Welt funktioniert. Ich solle mal anfangen, spezifischere Fragen zu stellen. Der hatte auch recht, aber das Interesse ist eben geblieben. Wobei die Aspekte, die Sie jetzt rausgegriffen haben, sind schon primär dann auf Psychologie fokussiert, oder? Also das wäre dann irgendwo Neuropsychologie, weil wenn Sie sagen, warum wir handeln, wie wir handeln, dann lande ich eher jetzt im Psychologiestudium als... Es kommt immer darauf an, mich hat auch immer sehr stark interessiert, wie Maschinen funktionieren und wenn man halt wissen will, wie unsere Gehirnmaschinerie funktioniert, dann muss ich bis auf die Molekülebene hinunter. Das ist auch tatsächlich mein Tagesgeschäft. Ich versuche herauszufinden, wie auf der Ebene der Kontaktstellen zwischen Nervenzellen Synapsen in der Lage sind, sich zu verändern, sodass wir etwas lernen können, wie es da strukturelle und funktionelle Veränderungen gibt. Auf der anderen Seite, wenn man dann detailreicher in seinen Fragestellungen wird und sich immer tiefer, ich sag mal, in die Biochemie des Gehirns hineinbohrt, dann ist das Interesse auch wieder umso größer, auch wieder die übergreifenden Fragen zu stellen, denn es sind am Ende nicht einzelne Nervenzellen oder gar Synapsen, die etwas lernen, sondern es sind Tiere oder Menschen, die etwas lernen, es sind die Organismen und damit ist man in so einem Bereich, den man vielleicht eher aus meiner Sicht Neurokognition nennen würde, weil er
immer den Anspruch hat, aus dem Gehirn heraus Teilfragestellungen zu beantworten. Und natürlich gibt es da ganz viele Bezüge zur Psychologie, zur Neuropsychologie. Und ich habe auch tatsächlich bei meinen Studierenden auch Psychologiestudenten, für die ich Seminare und Vorlesungen gebe. Und ich muss sagen, ich finde das sehr bereichernd, zusätzlich zu der Lehre, die ich für die Biologen mache. Spannend, ja.